Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vorlesung im Schloss mit dem Thema Waldorfpädagogik und Kindergarten. Wir haben dafür einen Referenten gewonnen, von Wolfgang Sassmannshausen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Denn man kann schon fast sagen, er ist so etwas wie der Botschafter, nicht sehr, das wäre ein bisschen anmaßt, aber ein Botschafter für die Waldorfpädagogik. Dem, was man mir gesagt hat, wo er die letzten Monate so war gewesen, würde ich fast sagen, weltweit, aber es war halt also ein riesiges Bild. Er hat in Dortmund die Rudolf-Steiner-Fachschule für Sozialpädagogik gegründet, für Waldorfpädagogik, ist aber heute jemand, der als freier Referent durch die Lande reist, ja, und Workshops, Vorträge, Bücher zur Waldorfpädagogik geschrieben, vorgetragen hat. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier sind. Für Sie gibt es heute etwas ganz Neues. Diese Wand wird heute weiß bleiben und die Bilder werden in Ihren Köpfen durch einen Vortrag erzeugt, auf den ich mich sehr, sehr freue. Lass mal so herzlich willkommen. Ja, für die Nacht. Ja, verehrte liebe Kommilitoninnen, in diesen Tagen, das haben Sie mitbekommen, mit Sicherheit aus Presse und sonstigen Medien, gibt es viele Rückblicke auf den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren begonnen hat, und auch auf die Zeitsituation. Nach diesem Ersten Weltkrieg war Europa ein Chaos in sozialer Hinsicht. Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfpädagogik, hat in dieser Zeit sehr viele Gedanken entwickelt, Aufsätze geschrieben, Bücher geschrieben, wie diesem sozialen Problem, dem Aufbau im Sozialen, Rechnung getragen werden kann. Ein Mensch, der diese Vorträge sehr intensiv verfolgt hat und sehr angetan war von Steiners Ideen, die zusammengefasst sind, wenn man den Begriff mal nennen will, auch in dem, was er nennt oder was auch heute so genannt wird, Dreigliederung des sozialen Organismus. Ein Mensch, der davon sehr angetan gewesen ist, war Emil Moldt, der Direktor der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Und Moldt sagt zu Steiner: Steiner, das ist toll, was du entwickelst, aber glaubst du, dass die Menschen in der Lage sind, neue soziale Verhältnisse zu gestalten, wenn nicht schon in der Kindheit das Leben anders gegriffen wird? Müssen wir nicht eine Schule gründen, damit auch im Sozialen Zukunft entsteht? Steiner sagt ja, hast du recht. Und so entstand der Geburtsmoment der ersten freien Waldorfschule 1919. Noch nicht entstand zu dieser Zeit ein Kindergarten. Wenn man die Begründung sucht, warum nicht, dann kann man das sehr einfach formulieren. Steiner hat sehr viel in seinem Leben entwickelt, in der Pädagogik, Heilpädagogik, Medizin, Architektur. In allen Bereichen gibt es eigentlich durch Steiner gestaltete und befruchtete Lebensgebiete, aber immer nur, wenn Menschen ihn gefragt haben. Zur Kleinkindpädagogik hat ihn keiner gefragt. Deswegen musste man bis zum Tode Steiners 1925 warten, dass dann ein Impuls entstand, auch einen Waldorf-Kindergarten zu gründen. Der entstand dann 1926. Ich hatte noch das Glück, diese erste Kindergärtnerin als junger Mann kennenzulernen. Irgendwie passte sie nicht in unsere heutige Zeit, wenn ich das so sagen darf. Ja, so entstand der erste Waldorf-Kindergarten. Wenn man die Wurzeln der Kindergarten- oder der Waldorf-Pädagogik noch benennen will, dann kann man sagen, im Jahre 1907, also bereits 12 Jahre bevor die erste Waldorf-Praxis entstand, der Name überhaupt aktuell wurde, gibt es einen Vortrag Steiners, den er an mehreren Stellen gehalten hat. Das ist auch heute noch die programmatische Grundschrift der Waldorfpädagogik im unmittelbaren Wortlaut ihres Gründers, die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. So nennt sich dieses Büchlein.
Es gibt keinen Waldorf-Kindergarten, keine Waldorf-Schule in der Welt, wo nicht auch Eltern oder Interessierte immer wieder an dieser kleinen Schrift sich zu arbeiten treffen. Und wenn ich Ihnen das so persönlich sagen darf, wenn Sie Waldorf-Pädagogik im Original kennenlernen wollen, dann kann ich Ihnen dieses ganz kleine Schriftchen auch empfehlen. Ich merke nur an, es ist die Sprachdiktion 1907. Man muss sich dran gewöhnen an die Sprache. So viel zur Entstehung der Waldorfpädagogik. In diesem Jahr 1919 schreibt Steiner einen Aufsatz, in dem wird der Aspekt, unter dem er Pädagogik jetzt betrachtet, am besten deutlich. Ich darf das als einziges wörtlich zitieren, im kurzen Gedanken. Was gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein, nicht gefragt soll werden, was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht, sondern was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden, dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen. Also in radikaler Weise beschreibt Steiner am Anfang die Idee, nur die Entwicklung des Kindes darf Grundlage der Pädagogik sein. Ich betone das, weil mir das in dieser krassen Form an keiner anderen Stelle bekannt ist. Um das ein bisschen plakativ noch deutlich zu machen, die Bundesregierung wurde, vielleicht wird sie es noch, das weiß ich nicht genau, beraten von dem wohl weltweit bedeutendsten Beratungsinstitut USA, McKinsey, in Bildungsentwicklungsfragen. Und der Chef dieser McKinsey-Bildungsabteilung in Deutschland, ein Psychologieprofessor, schreibt einen Aufsatz zu der Situation aus seiner Aufgabe heraus. Und dann beschreibt er, worauf kommt es in der Bildung besonders der kleinen Kinder, also Kindergarten, Grundschule, worauf kommt es besonders an? Und ich zitiere den Kernsatz wörtlich: Es geht um die effizientere Ausnutzung der Ressource Humankapital. Also, Kinder werden angepasst an gesellschaftliche Vorstellungen. Das Gegenteil ist das, was Steiner eben als Grundlage der Waldorfpädagogik entwickelt. Das interessiert nicht für die Erziehung. Für die Erziehung ist interessant, was will das Kind entwickeln? Was ist in ihm als individuelle Anlage da? Dafür ist es nötig, die kindliche Entwicklung genau anzuschauen. Und das ist die Hauptgrundlage zum Verständnis der Waldorfpädagogik. Ich möchte das an einzelnen Beispielen und in einzelnen Kernpunkten jetzt deutlich machen. Ich nehme das Beispiel natürlich nur in kurzer Weise, sonst könnten wir ein ganzes Studium dazu betreiben. Wie lernt ein Kind, wie lernt ein Mensch sprechen? Herr Hoffmann hat es eben gesagt, dass ich in verschiedene Regionen der Welt komme. Ich komme auch ganz regelmäßig nach Südkorea. In Südkorea ist es so, wenn die Menschen sprechen, verstehe ich nichts. Die Sprache ist so fremd, ich habe keine Ahnung. Das ist in anderen Ländern anders, da habe ich immer eine gewisse Beziehung. Man ist mal in der Pizzeria, dann weiß man, wie Italienisch klingt oder so. Aber Koreanisch ist mir völlig fremd. So wie es mir in Korea geht, so geht es jedem Kind, was auf die Welt kommt. Kein Kind kommt mit einer ausgebildeten Beziehung zu seiner Muttersprache hier auf die Welt. Es wird alles hier erworben. Und jetzt die interessante Frage, wie machen das Kinder? Und ich möchte nur zwei Aspekte schildern, auf die es mir jetzt ankommt. Der erste Aspekt, das Kind hört schon von Anfang an die Muttersprache. Wobei Mutter jetzt oder Muttersprache heißt nicht, es ist nur die Mutter, sondern Mutter ist Synonym für vertraute Menschen. Der Vater darf auch die Muttersprache sprechen.
Also zu Menschen und von Menschen, zu denen das Kind eine Beziehung hat, hört es seine Sprache. Es kann die Sprache selbst nicht reproduzieren. Es versteht nicht intellektuell die Aussage. Aber das Kind ist so verbunden mit dieser Muttersprache, dass es seine Sprechwerkzeuge, Kehlkopf, Rachenraum, ausformt gemäß der erlebten Sprache. Also der erste Schritt des Spracherwerbs ist, ich verleibe mir die Sprache ein, die gestaltet an meinen physischen Werkzeugen des Sprechens. Wenn man das belegen will, das kann man ganz schnell, indem man schaut, zum Beispiel, wenn man, wie das mit Fremdsprachen ist. Ich nehme nur ein Beispiel, wenn Sie in das Nachbarland Tschechien kommen, da gibt es einen Laut, den gibt es in keiner anderen slawischen Sprache, das ist das R mit so einem Häkchen drüber. Der Komponist, den Sie wahrscheinlich alle vom Namen her kennen, den wir in Deutschland Dvořák nennen, der heißt ganz anders. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie der heißt. Obwohl ich seit 20 Jahren regelmäßig in Tschechien bin, kann ich den Laut nicht produzieren. Der ist so speziell. Die Tschechen lächeln immer, wenn ich es versuche. Die sind nette Menschen. Alle tschechischen Kinder können das. Ja, warum? Weil sie sich diesen Laut einverleibt haben in den ersten Lebensjahren. Also der erste Schritt, und jetzt verallgemeinere ich, der kindlichen Entwicklung, auf den Waldorfpädagogik auch besonders achtet, ist, das Kind nimmt alle seine Erfahrungen nach innen zum Aufbau und zur Ausgestaltung seiner physischen Persönlichkeit. Wenn man das auch in der Sprache und in dem Gedankengang Rudolf Steiners noch ein bisschen deutlicher machen will, in aller Kürze natürlich jetzt nur, das gerade geborene Kind nennt Steiner in seiner Psychologie das Modell. Das ist, wie wir alle wissen, eben aus der mütterlichen Eizelle und der väterlichen Samenzelle, die die Eizelle befruchtet hat, entstanden. Und dahinter stehen die Großeltern, die Urgroßeltern. Und dieses Wesen liegt nun in der Wiege und ist gerade geboren. Und jetzt setzt der Vorgang ein, mit der Geburt, mit dem ersten Atemzug. Das Kind ergreift dieses vererbte Modell und individualisiert es. Also die ersten Lebensjahre und die Schulreife ist der Grenzpunkt. Die ersten Lebensjahre bestreitet jeder Mensch Folgendes, dass er seinen vererbten physischen Leib umbaut und individualisiert. Und die Sprache eben gerade war ein Beispiel, an der ich das gemacht habe. Wir könnten, wenn wir im Gespräch das wünschen, mehrere Beispiele uns angucken. Also, das Kind nimmt alle Erfahrungen in die Leiblichkeit. Wenn wir heute sagen, die Erfahrungen betreffen eben, berühren auch unbewusst das Seelische, dann mag das stimmen. Beim kleinen Kind geht das eine Etage tiefer. Es geht in die physische und physiologische Organisation seiner Persönlichkeit. Bleiben wir bei der Sprache, um einen zweiten Aspekt deutlich zu machen. Das Kind ist 4, 5 Jahre, ist bei den Großeltern, kommt nach Hause wieder und erzählt der Mutter, du Mama, und dann gehte ich mit Oma spazieren. Die Mutter bekommt einen großen Schreck, der Vater Professor der Linguistik, die Mutter promovierte Journalistin bei einer angesehenen Zeitung. Alle befleißigen sich immer einer guten deutschen Buchsprache. Nie hat das Kind so einen Fehler gehört. Aber alle Kinder dieser Welt machen diese Fehler. Fehler in Anführungsstrichen. Und alle Kinder zeigen damit eine unglaubliche Genialität. Das kleine Kind beherrscht das Bildungsprinzip der Sprache. Denn die Vergangenheit wird in der Regel durch TE zu GETE gebildet. Dass das in diesem Fall eine Ausnahme ist, wissen wir alle, aber die Regel wäre, die ich gerade genannt habe. Und die Kinder zeigen, wenn sie jetzt diese Regel benutzen, dass sie das Bildeprinzip der Sprache verinnerlicht haben. Und jetzt kann man sich fragen, woher kommt das?
Hat das Kind Germanistik studiert? Natürlich nicht. Also das Kind hat mit 3, 4 Jahren schon das Aufbau, das Bildewesen seiner Sprache verinnerlicht. Ich muss Ihnen wenigstens ein schönes Beispiel, was ich gerade aus dem Kindergarten mitgebracht habe, Ihnen eben sagen. Da erzählt das Kind der Erzieherin, gestern Sonntag kam die Tante zu Besuch und am Abend kam noch der Tante. Genial, das ist Goethe, das ist Schiller. Sprachschöpferisch tätig zu sein und es könnte stimmen. Wenn die Frau Tante heißt, dann wäre das Bildungsprinzip Tante für den Mann richtig. Diese Beispiele zeigen etwas, worauf es in der Waldorfpädagogik entscheidend dann ankommt. Das kleine Kind hat, und ich sage dir nochmals, die Grenze ist hier die Schulreife, eine andere Sinneswahrnehmung als spätere Generationen. Wenn wir etwas sinnlich wahrnehmen, also wenn hier jemand reinkommt und sieht, Sie hier interessiert, ich hoffe, zuhören, dann wird er zu diesem Bild sich einen entsprechenden Begriff bilden. Der wird sagen, ach, das ist eine Gruppe, die hört gerade irgendeinem Wortlaut oder so zu. Das kann man nicht sehen, das kann man nicht hören, das kann ich nur denken. Das heißt, das normale Bewusstsein bildet sich aus der Sinneswahrnehmung. Von außen kommen die Eindrücke auf mein Bewusstsein zu, durch die Tore, Augen, Ohren und so weiter. Von innen kommt, ich sage es mal verkürzt, das Denken, was das Ganze zu einer Vorstellung erhebt. Wir nennen das dann vorstellungspsychologisch. Es sind immer zwei Akte. Beim kleinen Kind ist das anders. Beim kleinen Kind ist es so, dass mit der Sinneswahrnehmung das Ganze gegeben ist. Deswegen hat der Steiner in seiner Sprachdiktion und seiner Betrachtungsweise formuliert, das kleine Kind bis zur Schulreife ist ganz Sinnesorgan. Das kennen wir. Da klingelt es an der Haustür, da steht die Freundin mit ihrem 4-jährigen Sohn vor der Tür. Ach du, wir waren gerade hier nebenan beim Kinderarzt und dachten, wenn du zu Hause bist, könnten wir eigentlich für eine Tasse Kaffee reinkommen. Jetzt ist man ein höflicher, bürgerlicher Mensch und sagt, ja, schön, kommt rein. In Wirklichkeit denkt man aber, ach du meine Güte, die und dann auch noch jetzt. Die Freundin fühlt sich herzlich eingeladen, geht durch bis in den Salon, hinter ihr der 4-Jährige, man begrüßt ihn so an der Tür, vielleicht mit Handschlag, da tritt er plötzlich. Die Mutter ist ganz entsetzt, das macht er sonst nicht. Das macht er auch sonst nicht. Aber das Verhalten ist ein ganz verständliches und auch typisches. Das Kind erlebt, wenn ich sage, schön, dass ihr da seid, kommt rein, aber innerlich denke, ach du meine Güte, das erlebt den Bruch, das erlebt die Unwahrhaftigkeit in der Situation. Und nicht wie ein Psychologe würde es das jetzt analytisch aufdröseln, sondern es ist im Verhalten, wird es wiedergespiegelt. Zum Beispiel in so einem Trittfall. Also das kleine Kind nimmt mit dem Sinneseindruck das ganze Wesen wahr und nicht nur das äußere Erscheinungsbild. Und das hat eine Konsequenz für die Erziehung. Kinder brauchen eine durch und durch echte Welt, die wir ernst meinen. Kinder brauchen keine Welt, wo man so tut, als ob, oder wo man für die Kleinen etwas tut, was man aber gar nicht ernst meint, sondern wenn im Kindergarten etwas getan wird, ich sag mal täglich das Frühstück zubereitet wird, dann geht es um nichts anderes als um das echte Leben. Und warum bereiten wir das Frühstück vor? Nicht damit die Kinder etwas lernen, sondern damit wir gleich was essen können nach einer gewissen Zeit des Kindergartentages. Also alle Handlungen sind eben total ernst gemeint. Es gibt von Steiner so eine Formulierung, ich habe die selbst nie gelesen, aber ich habe einige Menschen gehört, die das zitiert haben. Da soll Steiner zu Pädagogen oder zu Eltern gesagt haben von kleinen Kindern, fangt nicht an zu fröbeln, diese Formulierung. Also verstanden ist das so,
Macht mit den Kindern keine Bastelarbeiten um des Bastelns willen. Es wird dann gebastelt, wenn das Leben es sinnvoll erscheinen lässt. Es ist Karneval, dafür müssen wir den Raum schmücken und jetzt werden Hexentreppen, kennen Sie vielleicht diese Faltarbeit, die werden getätigt, damit der Raum eben mit Girlanden geschmückt werden kann. Aber nicht einfach, sind jetzt Kastanien da, also fangen wir an Kastanienmännchen zu basteln, sondern es hat immer einen Bezug zum Leben, das was geschieht. Das Leben ernst und echt nehmen. Ja, bitte. Zu den Kastanien, jetzt kann man da aber nicht meinen, jetzt ist Herbstzeit und die Mittel, die wir draußen finden, können wir benutzen, um unser Haus herbstlich zu schmücken. Ja. In dem Moment ist es ein ernstes, ehrliches Anliegen. Nur wenn die Kastanienmännchen dann weggeworfen werden, oder wann wäre es nicht sinnvoll? Kastanien fallen und Kastanien zu basteln. Also wenn es eine selbstverständliche Folge ist, es gibt im Herbst Kastanien, also liebe Kinder, ihr könntet doch mal mit Kastanien basteln. Das ist eigentlich eine Missachtung der kindlichen Würde. Sondern, wie Sie sagen, wir schmücken das Haus und dazu können wir aus Kastanien hergestellte Figuren verwenden. Das ist ein ganz anderes Anliegen. Und da wird ein zweites deutlich. Und das kann man gar nicht genügend betonen. Und das wird wahrscheinlich zunächst mal Verwirrung auslösen. Wer ist verantwortlich für das Haus, die Gestaltung und so weiter? Für das Frühstück? Das ist die Erzieherin. Verantwortlich für den Lebensraum, in dem die Kinder sind, räumlich wie zeitlich, ist der Erwachsene. Und die Kinder tun mit. Und zwar in dem Maße, in dem sie das wollen. Da wird kein Kind gezwungen, da wird kein Kind genötigt, sondern als Beispiel, die Erzieherin fängt an, das Frühstück zuzubereiten. Und jetzt kommen 3, 4, 5 Kinder. Wenn dann plötzlich zu viele Kinder da sind, weil das nicht mehr handhabbar ist an dem Tisch, dann wird das Kind vertröstet, du kannst uns morgen helfen oder später dazukommen, wenn ein Kind nicht mehr mitmacht. Aber der Verantwortliche für die Lebenshandlungen ist der Erwachsene. Ja, und Kinder tun eben mit. Um vielleicht den Aspekt auch nochmal ein bisschen zu begründen, es gibt einen Kinderpsychologen und Kinderarzt, Alfred Nitschke, der hat in sehr schöner Weise, ja natürlich tendenziell auch ein bisschen akademisch klingend, das kindliche Verhalten beschrieben. Der hat gesagt, alle Kinder bis zum Schulalter betreiben unentwegt motorischen Mitvollzug, so nennt er das. Also die Kinder sitzen nicht distanziert dem Leben gegenüber und gucken, was will mir das Leben wohl sagen, sondern das Leben findet statt und das kleine Kind steigt in dieses Leben ein. Es vollzieht das Leben mit. Waldorf psychologisch gesprochen, es vollzieht das Leben nicht nur mit, was den äußeren Sinnen sich darbietet, sondern auch die Gedanken- und Gefühlswelt der Erwachsenen wird mitvollzogen. Also das Kind ist unentwegt im Mittun. Deswegen sind wir verantwortlich für den Raum, in den die Kinder kommen, in jeder Hinsicht. Und dieses Mittun leisten die Kinder eben selbstständig. Es geht nicht darum, dass ich den Kindern die Welt erkläre, sondern es geht darum, dass ich eine Welt aufbaue und in dieser Welt lebe, in die die Kinder hineinkommen und selbstständig mitleben. Ich will das kurz mit einer Skizze deutlich machen. Ich sag mal, das traditionelle Bild ist, hier ist der Erwachsene, hier ist das Kind und jetzt wird in irgendeiner Weise begründet durch Kompetenzvermittlung, Lernziele und was man alles da hat, auf das Kind Einfluss genommen. Für den Waldorf-Kindergarten, die Waldorf-Pädagogik in den ersten Lebensjahren sieht das Bild anders aus. Hier ist der Erwachsene und hier ist ein großer Lebensraum, in dem Kinder sind. So, und der Erwachsene hat die Verantwortung,
diesen Raum zu gestalten. Um es auch in den Wortlaut der Waldorfpsychologie Steiner zu bringen, das kleine Kind tut, was es will. Und das müssen wir respektieren, so Steiner. Aber er meint nicht eine total anti-autoritäre Erziehung, sondern wir müssen so die Kinder führen, dass die Kinder wirklich tun können, was sie wollen und trotzdem geführt sind. Und da ist dieses Konzept des Waldorf-Kindergartens so, dass der Erwachsene verantwortlich ist für einen, jetzt im weitesten Sinne, Raum, in dem die Kinder leben. Und wenn dieser Raum gebildet ist, können die Kinder machen, was sie wollen. Und um jetzt diesen Raum ein bisschen genauer zu beschreiben, da ist erstens der physische Raum. Ich will ganz kurz nur ein paar Beispiele nennen. Ich bin im Kindergarten zu Besuch. Da kommt ein Kind in dem Moment zu der Erzieherin und sagt, du, wo sind die Malblöckchen? Er sagt, die Kollegin im Regal, wie immer. Nein, da sind die nicht. Doch, guck mal. Das Kind geht zu dem Regal, kommt umso empörter wieder und sagt, die sind nicht da. Jetzt geht die Kollegin mit dem Kind zu dem Regal und da fällt ihr auf, das Regal so 1,20 Meter breit. Normalerweise liegen die Schälchen mit den Wachsfarbblöckchen links in den Regal. Und jetzt hat irgendjemand die rechts hingestellt. Das ist ja kein moralisches Vergehen. Die Kinder leben aber so in der räumlichen Welt, dass sie Kontinuität des Raumes erwarten. Also ich darf es verallgemeinern und erhöhen, diese Aussage. Kinder brauchen eine physisch geordnete Welt. Und für die sind wir zuständig. Um das provokativ noch zu sagen, ich meine das ernst, kleine Kinder können nicht aufräumen, sie müssen es auch nicht. Wir Erwachsene müssen den Kindern eine Welt, die geordnet ist, zur Verfügung stellen, damit sie schöpferisch tätig sein können. Denn aus der Ordnung entsteht das freie Spiel in ganz anderer Weise, als wenn das nicht ist. Ein weiteres Beispiel, stellen Sie sich vor, ein Auto, das ganz viele Funktionen verinnerlicht. Und man kann jetzt durch Bewegen des Lenkrads auf die Achse wenden und das Auto fahren, man kann den Kofferraum öffnen und so weiter. Wie spielt ein Kind mit einem solchen Gegenstand? Es spielt so lange intensiv mit einem solchen Gegenstand, bis die Funktion verinnerlicht ist. Dieses Phänomen hat ja besonders Maria Montessori studiert und beobachtet. Ich glaube, sie nennt das die Polarisation der Aufmerksamkeit, die da entsteht. Das ist ja eine ganz feine Beobachtung von Maria Montessori. Aber das Kind ist gebunden an die Funktion, die der Schöpfer dieses Autos in das Auto gelegt hat. Was lässt den Menschen völlig frei? Da, wo noch keine Funktion, kein Kulturprozess stattgefunden hat. Das ist die Natur. Deswegen finden Sie im Waldorf-Kindergarten Spielmaterialien, nicht ausschließlich, aber überwiegend, aus der Natur. Aststücke, die natürlich abgeschliffen sind, damit die Kinder sich nicht verletzen. Steine, Muscheln, Kastanien, alle möglichen Gegenstände, die man in der Natur findet, sind vorhanden. Und das Kind gibt jetzt diesen Gegenständen im Spiel ihre Funktion. Das Kind ist da schöpferisch, es ist nicht von außen bestimmt durch irgendeine Funktion, sondern es entscheidet selbst. Also, was so oft gesagt wird, na Waldorf, das ist auch so ein bisschen ökoromantisch, und dann wird dieses Naturmaterial genannt, das hat damit nichts zu tun. Es geht darum, dass das freie Spiel der Kinder auch gewahrt bleibt und sie nicht manipuliert werden durch ihr. Also, ein zweites, im physischen Raum. Wenn Sie in einen Waldorf-Kindergarten kommen, finden Sie in aller Regel die Wände nicht so gestaltet wie hier, auch nicht einfach angepinselt, sondern in aller Regel ist es so, dass die lasiert sind. Manchmal 10, 12, 15 Schichten. Da wird eben mit Schwamm eine Schicht aufgetragen oder mit Quast auch in so einer mehr künstlerischen Weise. Dann trocknet das, dann kommt die nächste Schicht. Das hat den Effekt, dass die Wand transparent erscheint.
Das ist so, wenn Sie bei schönem Wetter, das heißt jetzt auch bei den Wolken, wenn Sie sich auf die Bank setzen und gucken mal in den Himmel und achten mal auf Ihren Blick, dann werden Sie schon bei so einem Vorgang merken, der Blick hat eine schwingende, tastende Bewegung, die dort stattfindet. Die ist harmonisch, die ist wohltuend. Dagegen, wenn Sie, ich sag mal, die rote Fläche der Coca-Cola-Reklame angucken, da prallt der Blick ab. Das will ja auch Coca-Cola, damit das entsprechend den Menschen bedrängt und verinnerlicht wird. Also der Waldorf-Kindergarten achtet darauf, dass das, was die Sinne erleben, dass das eben auch heilsam ist. Also zum Beispiel solche Wände, die lasiert sind. Das ist die physische Welt. Eine zweite Welt, die interessant ist. Das ist die Welt, die nennen wir die zeitliche Welt. Die zeitliche Welt, die Ordnung in der zeitlichen Welt hat einen Begriff, dieser Begriff ist Rhythmus. Jede Mutter, jeder Vater weiß, wenn ich mein Kind abends etwa, also kleines Kind, etwa gegen 7 ins Bett bringe, dann kommt es besser in den Schlaf, als wenn es heute um 5 und morgen um 10 ins Bett gebracht wird. Ordnung in der Zeit, Rhythmus, ist nicht ein metronomischer Takt, sondern das ist ein inneres Bild einer zeitlichen Ordnung, was jetzt abgeglichen wird mit dem konkreten Leben. Um das auch ein bisschen anschaulich zu machen, heute kommt am Nachmittag zu Besuch die Schwester von Mama, Tante Mary, die ist nämlich nach Amerika ausgewandert und die ist ganz selten da, aber jetzt ist sie da. Und dann wird eine, wie soll ich sagen, den Rhythmus liebende Erzieherin, also in diesem Falle die Mutter, die wird ihrem Kind sagen, 5 Jahre, du, heute kannst du so lange aufbleiben, bis du umfällst. Tante Mary ist morgen schon wieder in Chicago. Also das ist ein besonderer Moment im Leben. Und der drückt sich auch in der Zeitgestalt aus. Also Rhythmus heißt nicht, du musst um 7 ins Bett, sondern etwa gegen 7 ist Bettzeit. Aber das Leben verlangt oft andere Situationen. Das sind dann die berechtigten Ausnahmen. Und noch ein zweites, kurz gesagt, was dazugehört. Eine zeitliche Ordnung, Rhythmus, braucht im Leben sinnliche Merkmale. Wir nennen das Rituale. Also wir fangen im Kindergarten nicht eher an zu essen, bis wir uns alle gesegnete Mahlzeit gewünscht haben. Oder wie auch immer das Ritual ist. Rituale leben durch die Wiederholung, dadurch, dass sie wirklich stattfinden. Und sie sind oft gebunden an einzelne Menschen. Wenn Mama das Kind abends zu Bett bringt, pflegt sie ein anderes Ritual als der Papa. Aber für das Kind ist es ganz wichtig, dass das, was da geschieht, eben auch verlässlich ist. Also der Papa hat die Angewohnheit, das weiß er gar nicht, dass er die hat, dass er immer, bevor er rausgeht, mit dem Zeigefinger eben dem Kind übers Näschen streichelt und sagt dann, so mein Schatz, jetzt gute Nacht, als Beispiel. Dann ist dieser Satz und dieses Ritual ist eigentlich das wichtige Element, was dem Kind Lebenssicherheit gibt. Im Kindergarten, der Rhythmus sieht vor, an einem Tag in der Woche, sagen wir mal fiktiv jetzt Mittwoch, backt die Erzieherin mit den Kindern regelmäßig Brötchen, die dann zum Frühstück verzehrt werden. Heute ist Mittwoch. Die Erzieherin hat alles bereitgestellt, da geht die Tür auf und es kommt die kleine Maren herein. Maren strahlt. Die Erzieherin weiß, warum Maren strahlt. Maren hat heute Geburtstag, sie wird 5 Jahre. Was die Erzieherin nicht wusste, hinter Maren kommt der strahlende Papa mit einem großen Tablett Kuchen. Für Erzieherin habe ich meine Frau gebacken für die Gruppe anlässlich des Geburtstags von Mara. Denkt die Erzieherin, hätte er mir auch mal eher sagen können. Ich habe hier alles für die Brötchen besorgt. Der müsste eigentlich wissen, dass wir mittwochs immer Brötchen backen. Naja,
ich muss das auf den Elternabend ansprechen, aber jetzt ist der Kuchen da, dann werden wir heute nicht backen. Das ist auch ganz lebenspraktisch die Entscheidung. Kurze Zeit später kommt ein Kind beiläufig zur Erzieherin. Ist heute nicht Brötchentag? Doch, guck mal, wir haben Kuchen geschenkt bekommen. Die Welt in Ordnung. 10 Minuten später ein anderes Kind. Backen wir heute nicht? Die gleiche Prozedur. Man muss sich das vorstellen. Die Kinder sind nicht so krank wie viele Erwachsene, ich auch. Und ich bin da auch noch sehr altmodisch krank. Ich habe so einen analogen Kalender. Da steht immer alles drin, was ich so erledigen muss. Und da gucke ich auch morgens rein, damit ich weiß, was ansteht und dass ich nichts vergesse. Die Kinder zum Teil verwechseln noch gestern, heute, morgen. Aber die haben tief verinnerlicht, wenn sie in den Kindergarten kommen, ohne dass sie wissen, dass heute Mittwoch ist, Brötchentag ist angesagt. Die sind so verbunden mit der Ordnung der Zeit, dass sie ihre Lebenssicherheit auch aus dieser Ordnung holen und dass sie, wenn in dieser zeitlichen Ordnung das Leben stattfindet, dann eben auch aktiv, schöpferisch gelebt und gehandelt werden kann. Also der Rhythmus ist ein ganz wesentliches Element, in dem sich Kinder eben auch bewegen, um selbstständig tätig zu sein. Eine dritte Welt, das ist die, die man nennen könnte, nennen wir immer die seelische Welt. Seelische Elemente. Wenn jemand mit einem Besen fegt und es käme ein Wesen vom Mars mit menschlicher Intelligenz, das noch nie ein Besen gesehen hat, das würde nach kurzer Zeit wissen, was dieser Mensch auf der Erde da macht. Das wäre der Haufen mit dem zusammengekehrten Staub und so weiter, das wäre sofort klar. Wir nennen eine solche Geste, die in sich selbst ihren, oder aus sich selbst ihren Sinn preisgibt, Tatsachenlogik. Also in dem Vollzug, in der Tatsache selbst, liegt der innere Sinn sofort sichtbar. Das ist völlig anders als beim Staubsauger. Wenn Sie einen Staubsauger nehmen, stellen den an, um den Staub aufzusaugen, dann ist der Effekt sicherlich positiv. Aber wenn wir jetzt hier einen kleinen Test machen würden, ich mache das nicht, also keine Sorge, bitte schreiben Sie doch eben mit 3 Sätzen auf, wie Ihr Staubsauger funktioniert. Ich bin sicher, es würden viele von uns, mich partiell zumindest eingeschlossen, wir würden durchfallen bei dieser Prüfung. Ein Staubsauger ist nicht mehr tatsachenlogisch. Was ist die Tatsache, die das Kind erlebt? Da drückt jemand auf einen Knopf. Jetzt kommt ein Geräusch und dann verschwindet der Staub. Wie das funktioniert, das ist nicht mehr evident. Und das gilt für alle modernen Geräte, vom Kühlschrank bis zur Einspritzpumpe im Auto, Computer oder was Sie auch immer nehmen wollen. Wir leben heute in einer Welt, die völlig, man könnte sagen, entfremdet ist, wo die Logik der Tatsächlichkeit nicht mehr offensichtlich ist. Ich beklage das überhaupt nicht, also nicht, dass Sie denken, ich wollte zurück zur Steinzeit. Ich will es nur feststellen. Und möchte gleichzeitig feststellen, die Welt, in der wir leben, ist eine Erwachsenenkultur. Auch berechtigt. Aber da liegt ein Auftrag verborgen, nämlich den Kindern die Möglichkeit zu geben, in diese Welt auch ein Stück weit hineinzuwachsen. Und das ist eben dadurch gegeben, dass die Kinder erleben viele Vorgänge, die tatsachenlogisch sind. Deswegen sind solche Momente wie einfache Haushaltsarbeit, Spülen zum Beispiel, die Fensterbank säubern, sich um die Blumen kümmern, also das, was seinen Sinn unmittelbar preisgibt, das eben zu tun, den kaputten Stuhl zu reparieren. Also Handwerk, Handarbeit, Hausarbeit sind eigentlich die bildenden Vorgänge oder die Vorgänge, in denen die Bildung und die Lebenssicherheit des Kindes stattfindet, indem das Kind diese Vorgänge, ohne dass ein Wort fällt der Erklärung, die Kinder eben mit aufnehmen. Also möge das im Moment als ein Beispiel reichen, Tatsachenlogik oder auch Folgerichtigkeit. Vielleicht darf ich das noch sagen kurz.
wenn mit den Kindern gemalt wird, also mit Aquarellfarben. Das geschieht im Waldorf-Kindergarten, weil es ja auch einen Aufwand hat, in der Regel einmal wöchentlich, auch zu einem bestimmten, an einem bestimmten Tag. Dann gibt es das Aquarellmalen. Dann passiert immer wieder, dass da ein Wassergläser auf dem Tisch stehen der Kinder und dann fällt nur ein Glas um. Das ist relativ leicht vorauszusehen, dass sowas statistisch alle so viele Tage passiert. Das weiß ich als Erwachsener. Wenn ich jetzt das Wasserfarbmalen vorbereite, dann habe ich selbstverständlich einen Eimer mit Aufnehmer in meiner Nähe stehen. Denn das kann ich vordenken, dass dieses Malheur passiert. Und nicht, ich muss jetzt aufstehen und bringe noch Unruhe in die Gruppe, sondern ich als Erwachsener denke die Prozesse, für die ich verantwortlich bin, so vor, dass ich eben dadurch auch eine entsprechende Sicherheit in dem ganzen Erlebnisraum für das Kind schaffe. Folgerichtigkeit und Tatsachenlogik. Und dann komme ich zur letzten Sphäre dieses Raumes. Das ist die sicherlich wichtigste und die am schwersten beschreibbare. Ich nenne die mal Authentizität. Kleine Kinder, im Sinne auch der Waldorfpädagogik, brauchen keine Erzieherin, auch keine Gruppenleiterin oder Zweitkraft oder wie man immer die nennt in verschiedenen Regionen. Kinder sind Realisten. Kinder haben Beziehung zu Menschen und nicht zu Rollenträgern. Also der Mensch als solcher ist derjenige, der bildend wirkt. Also die Begegnung von Mensch zu Mensch ist eigentlich die Sphäre, in der der größte und nachhaltigste Teil von Bildung passiert. Und ich bin nur dann wirklich Mensch, wenn ich mich um meine Authentizität bemühe und nicht irgendeine Maske auflege, die vielleicht in einer Rolle lebt. Ich will diesen Punkt nochmal ganz besonders betonen. Und da greife ich zurück auf etwas, was Sie wahrscheinlich vom Studium her kennen. Ich mache an einem Begriff fest, der heute Standard ist eigentlich für jede pädagogisch-psychologische, therapeutische Arbeit. Das ist der Begriff der Resilienz. Der ist wahrscheinlich auch bewegt, wird bewegt im Studium. Bitte? Ich freisetze. Resilienz ist die Kraft, die der Mensch hat oder auch nicht hat, um den Wirrnissen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen und nicht zu zerbrechen. Ein Mann hat diesen Begriff besonders und die Aufgabenstellung, die damit verbunden ist, besonders ja, der Welt eigentlich zur Verfügung gestellt. Das ist der Ende der 90er Jahre verstorbene Arzt und Soziologe Aaron Antonovsky, ursprünglich Russe, dann aber Amerikaner geworden. Der hat eine Studie betrieben und für diese Studie hat er Interviews gemacht mit Frauen, die die Hölle des menschlichen Daseins, Auschwitz, überlebt haben. Also es gibt wahrscheinlich keinen Ort auf der Welt, wo mehr der Mensch verachtet worden ist in teuflischer Weise als in Auschwitz. Und da waren diese Frauen, haben aber überlebt. Diese Frauen waren zwischen 16 und 25 Jahre alt, als sie in Auschwitz waren. Diese Studie war in den 80er, 90er Jahren, Ende der 80er und Anfang 90er Jahre. Und jetzt stellt Antonovsky fest, es gibt eine große Gruppe von Frauen, die da mit ihm ins Gespräch gekommen sind, deren Leben ist kaputt. Die sind so traumatisiert, dass die nie mehr eine normale und gesunde Beziehung zu ihrem Leben und ihrem Lebensumkreis finden. Ich sag mal, wenn man mal zur Kenntnis nimmt, was da passiert ist, dann ist das auch auf der Hand liegend. Es gibt aber auch Frauen, das sind strahlende, große Menschen, Persönlichkeiten, die Mittelpunkt eines großen Umkreises sind, die ein Segen für ihre Familien und Umkreise eben sind, die sind an diesem
unmenschlichsten Erfahrungen in Auschwitz, die sind gewachsen. Und jetzt stellt Antonowski die Frage, wann zerbricht ein Mensch an Auschwitz und wann wächst er an Auschwitz? Also, das ist die Frage nach der Resilienz. So nennt sich diese Kraft eben. Die Reaktion, die ich auf die Herausforderungen entwickle. Etwas, was wir heute alle brauchen. Heute mehr als in jeder Generation vorher. Heute passiert es, was weiß ich, sie kommt nach Hause und dann liegt auf dem Küchentisch ein Zettel von ihrem Mann oder ihrer Frau. Tut mir leid, aber ich lebe jetzt woanders, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Also ich beschreibe Beispiele, die vielleicht nicht so platt, wie ich das jetzt kurz sage, aber das passiert Tausenden von Menschen. Im Betrieb kommt ihr Abteilungsleiter und sagt, es tut mir leid, hier ist der Brief, ich muss leider 40 Leute aus unserer Abteilung, die muss ich kündigen, von oben, und du bist am kürzesten hier, es tut mir leid, ab 1.8. ist hier Schicht für dich oder ab 31.7. Aber gerade hat sie ein Haus gekauft mit ihrem Mann und hat auch den Verdienst eben dann eingerechnet, da bricht das Leben zusammen. Sowas passiert heute, ja, ich will nicht sagen jeden ständig, aber es passiert ständig, hoffentlich nicht jeden, jedes Mal. Der Mensch braucht diese Kraft, um diesen Herausforderungen heute etwas entgegenzuhalten. Das ist jedem modernen Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter klar. Und jetzt zeigen Forschungen auf der ganzen Welt zu diesem Thema an einer Stelle eine eindeutige Gemeinsamkeit. Was sind die tragenden Elemente, damit der Mensch diese Kraft fürs Leben gewinnt? Und die sagen alle, diese Forscher, das sind die Jahre vor der Schule. Und da werden drei Dinge genannt, die will ich Ihnen kurz nennen. Über die ersten beiden haben wir gerade gesprochen. Direkt oder indirekt. Das ist, ich sage es mal ganz naiv, ich Kind muss das Erlebnis haben am Anfang meines Lebens, dass ich dort, wo ich bin, einfach mitmachen kann, wenn ich will. Also nicht, dass die Welt mir didaktisch aufbereitet wird, sondern zum Beispiel in der Familie. Da geschieht irgendwas, in der Küche geschieht was oder es wird was repariert oder was auch immer, je nachdem was abläuft. Ich kann einfach mitmachen, ohne zu fragen, darf ich, ohne dass mir der Vater sagt, ja, aber ich muss dir erst die Dinge erklären. Nee, ich mache einfach mit. Ich kann in der Welt, in der ich lebe, einfach teilnehmen. Das Zweite, das ist die Schatten- oder die Rückseite desselben Vorgangs. Die Welt, in der ich lebe, die verstehe ich, ohne dass sie mir einer erklärt. Einfach durch den Vollzug bin ich beheimatet in dieser Welt. Und das dritte Element, und das ist vielleicht ja, das Intimste, Schwierigste und Bemerkenswerteste. Ich Kind, ich muss in den ersten Lebensjahren die sichere Erfahrung machen, mein Leben ist sinnvoll. Und jetzt kann man sich fragen, was muss ich denn für Erfahrungen haben, um sagen zu können, als Kind, also jetzt nicht theoretisch, sondern um das zu leben, mein Leben ist sinnvoll. Und meines Erachtens gehören zwei Bedingungen da ganz existenziell zu. Die erste Bedingung, ich brauche mindestens einen Menschen, der mich liebt. Wenn ich den größten Blödsinn mache, steht dieser Mensch zu mir. Also nicht, ich falle aus dem Rahmen und werde aussortiert. Bleibe sitzen, Sonderschule und was es alles für Formen gibt in der Schulzeit. Sondern es ist ganz klar, der Klaus gehört hierher. Manchmal ist es verdammt schwer, mit dem zu leben, aber es ist überhaupt keine Frage. Das ist unser Klaus hier. Also das Kind ist geliebt. In der Regel ist das ja die Grundgeste von Mutter und Vater. Aber auch da, so gibt es viele Aussagen heute, ist das nicht mehr unbedingt gegeben. Also ist auch eine Frage an die Profis. Wie vermittle ich dem Kind diese totale Lebenssicherheit, also die man jetzt nicht sentimental gemeint formulieren kann, du kannst dich geliebt fühlen, egal was du machst. Und das Zweite, ich muss mindestens an einen Menschen
erleben, dass derjenige sein Leben liebt und für sinnvoll erachtet. Nicht, dass der, das was ich, in Saus und Braus lebt, der mag ganz große Probleme haben, aber dieser Mensch liebt sein Leben. Der sagt Ja zu seinem Leben. Und jetzt spreche ich aus dem Internen der Waldorf-Erfahrungen, meiner Waldorf-Erfahrungen. Ich komme in Hunderte und wirklich Hunderte von Waldorf-Kindergärten immer wieder. Was ist das größte Problem, was ich persönlich in der Waldorf-Welt sehe? Das ist, ich höre viel zu viel den Tenor, es ist alles so schwer. Die Kinder sind heute so schwierig und so anstrengend. Allein, wenn ich mich diesem hingebe, streiche ich eine wesentliche Bedingung für eine gelingende Kindheit weg. Das Kind muss erleben, ich ergreife mein Leben, auch wenn es schwer ist an manchen Stellen. Ich sage Ja zu meinem Leben als Erzieher und ich lebe etwas vor, nämlich Freude an meinem Dasein. Ich ergreife mein Leben. Und wenn ich das noch etwas intimer formulieren darf, wen das interessiert, das ist so eine innere Kernfrage der Waldorfpädagogik und der dahinter stehenden Anthroposophie. Die können wir hier nicht vertiefen, aber man kann den Weg dahin oder die Perspektive darauf darstellen. Wann sage ich denn wirklich Ja zu meinem Leben? In dem Moment, wo ich das, was ich nicht beeinflussen kann, was auf mich zukommt, aber auf mich zukommt, nicht auf irgendjemanden, was mir im Leben begegnet, wenn ich das integrieren kann in mein bewusst geführtes Leben. Also, wenn ich gleich mit dem Auto losfahre, dann habe ich keinen Einfluss darauf, dass mir einer in die Karre fährt, wenn ich vernünftig fahre. Das kann ich machen, was ich will, da kann ich der beste Autofahrer sein, das kann ich nicht verhindern. Also es kommen Dinge auf mich zu, die gehören zu mir, ob ich es will oder nicht. Es freut sich keiner, wenn einer ins Auto fährt, ist doch klar. Aber jetzt ist die Aufgabe, ich muss das in mein Leben integrieren. Ich kann nicht sagen, das will ich nicht. Dann falle ich aus meinem eigenen Leben heraus. Also die Kinder müssen an mir erleben, ich lebe mein Leben. Da entsteht eine totale Individualisierung auch in der intimen Beziehung. Denn ist doch klar, wenn ich 20 bin, dann habe ich eine andere Beziehung im Detail zu meinem Leben, als wenn ich 55 und kurz vor der Rente bin. Es wäre schade, wenn das nicht der Fall ist. Beide Situationen sind mündige, ernste Situationen, aber doch hoffentlich ganz anders. Die Kinder erleben an einer 25-jährigen Erzieherin doch hoffentlich was anderes als an einer 50-jährigen, weil die Menschen anders im Leben stehen. Mit 25 sagt jeder Psychologe, jeder Biografieforscher, gehört dazu, du musst die Welt kennenlernen. Du musst dich auf die Welt einlassen, du musst wissen, was in der Welt passiert, und zwar aktiv, du musst mitmachen, du musst das ausprobieren. Mit 50 ist die Erwartung eine andere. Mit 25 ist meine Haltung, Welt, was hast du mir zu bieten? Mit 50 ist die Frage, was habe ich der Welt zu bieten? Da ist eine völlig andere Beziehung, intim gefragt. Und das muss auch leben, das müssen die Kinder erleben können, dass der Mensch sich liebt. Und zwar ja, altersentsprechend, biografisch gesund. Diese Seite der Welt, diese Authentizität, ist eben ein ganz wesentliches Merkmal der Waldorfpädagogik, dass es hier um die menschliche Begegnung von Ich und Ich geht und um nichts anderes. Und dann kommt eben etwas hinzu, das könnte man sagen, das kulminiert in einem kleinen Satz, den der Steiner formuliert hat. Jegliche Erziehung ist immer Selbsterziehung. Ich muss mit mir umgehen, dass ich mich in der Situation natürlich jetzt der Erziehung, dass ich mich da so wiederfinde, dass ich innerlich Ja zu mir sage, dass ich mich selbst so erziehe, dass ich der Partner für die Kinder an der Stelle bin. Die Erwartung der Kinder ist immens an der Stelle. Also,
Wenn ich das noch vielleicht an dem Beispiel des Spracherwerbs kurz deutlich machen kann. Ich habe die Geste beschrieben. Die eine Grundgeste des Kindes, eines jeden Kindes, ist, ich bin ganz offen für das, was die Welt mir bietet. Das gilt auch für Situationen, in denen die Welt eine Katastrophe ist. Hungergebiete Afrikas, Kriegsgebiete. Kleine Kinder sind immer der Welt gegenüber ganz offen. Das ist das eine. Und das andere, sie erleben in dem, was sie sehen, immer das innere Wesen. Das heißt, ein kleines Kind begegnet von seinem Ich aus immer dem Wesen der anderen. Wie nennen wir einen Menschen, der für die Situation, in der er ist, ganz offen ist? Ich lasse mich jetzt im Moment ganz auf sie ein. Ich bin meinen Gedanken nicht, was ich in meiner Heimrundfahrt oder sonst wie oder der nächsten Veranstaltung, sondern ich bin jetzt ganz da und verbinde mich ganz mit dem, was sie wollen, was sie eigentlich von mir erwarten, was sie ja gar nicht formulieren, aber was ich vielleicht innerlich erlebe, was wollen sie eigentlich hören? Also, um es mal so ein bisschen plakativ zu formulieren, ein Mensch, der so leben kann, dass er ganz da ist, wo er ist, und offen ist für das Wesentliche der Beziehung, dafür haben wir einen Begriff. Wir nennen diese Qualität Identität. Ein solcher Mensch ist völlig identisch. Kinder sind es. Alle kleinen Kinder sind absolut identisch. Und sie erwarten selbstverständlich von jedem Erwachsenen, du bist auch identisch. Sie fordern das nicht, aber sie erwarten das. Und jetzt gibt es das interessante Phänomen, was meines Erachtens viel zu wenig erforscht ist. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen, was ich immer so beobachte und wo ich immer meine Aufmerksamkeit hinschicke, wenn ich was beobachten kann. Achten Sie mal drauf, da hat eine Freundin ein Kind bekommen, ein kleines Kind. Und Sie gehen jetzt zu der Freundin hin, um zu gratulieren und das Baby zu sehen. Und dann achten Sie mal auf sich, aber auch auf die anderen, wenn die auf das Baby schauen. Da wird der Schleier an der Wiege weggemacht. Sie können mit bloßen Augen sehen, jeder Mensch, der einem kleinen Kind begegnet, der reißt sich zusammen. Der kehrt irgendwo, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, die beste Seite seines Wesens raus. Also kleine Kinder sind der Rahmen, in dem der Erwachsene sich am besten selbst entwickeln kann, wenn er will. Das ist immer eine Frage des Willens natürlich auch. Und so erwarten die kleinen Kinder, dass der Erwachsene immer identischer wird. Dass er immer mehr den Aufgaben seines Lebens Rechnung trägt, dass er echt ist. Dass er nicht irgendetwas anderes tut. Dass ich mich entwickle. Ich möchte, bevor wir vielleicht dann noch ins Gespräch treten, enden mit einem interessanten Gedanken Steiners, der sagt ganz schlicht und einfach, wenn der Erwachsene nicht genauso viel lernt wie das Kind, also in der Kirche, im Kindergarten zum Beispiel, dann ist es keine Pädagogik. Dann ist das vielleicht Belehrung, Indoktrination oder was auch immer, aber es ist keine Pädagogik. Pädagogik fängt da an, wo ich, der Erwachsene, genauso viel lerne wie das Kind und das auch lernen will. Wo ich nicht auf dem oberen Posten stehe, machtvoll und sage, ich weiß, wie die Welt geht, bitte pass dich an, Kind, und ich helfe dir dabei, und wenn du da brav bist, geht das gut, wenn du nicht brav bist, dann brauche ich strenge Mittel, sondern wo wir auf Augenhöhe stehen, wo ich auch lernender bin und bereit bin zu lernen, aus einer anderen Position als das Kind heraus, aber ich bin auch in Bewegung, mir selbst. Natürlich ist das eine gedanklich begründete und begründbare Grundhaltung, die immer zu leben ist zu. Das zeigt auch die Waldorfbewegung in der Praxis. Es scheitern auch Menschen dann an sich selbst in diesem Zusammenhang. Muss man auch ganz objektiv dazu. Ja, vielleicht so viel als eine Darstellung von meines Erachtens wesentlichen Aspekten.
aus können wir in einen kritischen Disput treten. Oder auch Sie können auch etwas hinterfragen, wie Sie wollen. Zum Thema Krippe. Davon hatten Sie jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Also Sie haben ja immer auch Kindergarten gesagt und soweit ich weiß, ist die Waldorfpädagogik ja eigentlich auch nicht darauf ausgerichtet, sozusagen für 0- bis 3-jährige Kinder passend zu sein, sage ich mal. Aber trotzdem gibt es jetzt ja auch zunehmend Waldorfkrippen. Das heißt, man lässt sich ja schon irgendwie auch darauf ein, auf diese Bedürfnisse der Gesellschaft. Und können Sie da vielleicht noch mal ein paar Worte zu verlieren? Sie haben recht, dass das ein bemerkenswerter Schritt ist, den Sie auch gerade auf solchen hinstellen. Also die Waldorf-Bewegung hat lange Zeit den Gedanken vertreten, kleine Kinder gehören nicht in eine Institution. Zum Glück ist das inzwischen verwandelt und die Arroganz dieser Aussage entlarvt. Das ist also mein, aber nicht nur mein Standpunkt zu der Geschichte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht dem ja etwas dahinter. Nämlich, auch das bitte nur verkürzt, aus der Entwicklungspsychologie gibt es ja diesen Gedankengang, dass kleine Kinder, ersten 3 Jahre, eigentlich in einer ständigen, sogenannten dualen Beziehung leben. Das kann man beobachten. Achten Sie mal drauf. Da ist ein kleines Kind, da ist Mutter, da ist Vater. Das Kind ist jetzt der Mutter zugewandt, im nächsten Moment dem Vater. Das Kind betreibt aber keine Dreierkommunikation. Das ist nicht die Situation der kleinen Kinder. Also, die leben in einer dualen Beziehung. Und jetzt ist die Frage, wie ist eine duale Beziehung in einer Institution möglich? Das ist für mich die Kernfrage nach der Gestaltung und Konzeption dieser Einrichtung. Die Waldorfbewegung versucht, dem entgegenzukommen, mehr oder weniger auch erfolgreich mit einem entsprechenden Personalschlüssel, dass wirklich nur ganz kleine Gruppen da sind, dass für das einzelne Kind diese duale Beziehung möglich ist. Natürlich ist es ideal, wenn man auch so Wünsche äußern darf, wenn ein kleines Kind in den ersten Jahren in einer entsprechend auch anregenden Familienkonstellation leben kann. Nun ist die Wirklichkeit eine andere heute, dass viele entsprechend tätig sein müssen. Und dann muss es auch Betreuung für die Kinder geben und da ist sie auch völlig berechtigt. Und da gehören dann die Aspekte, die ich gerade nannte, hin. Oder nicht nur die, aber das ist der eine Aspekt. Meines Erachtens fehlt aber etwas und das ist meine Kritik an uns, der Waldorfbewegung. Wir müssten gerade in dieser aktuellen Frage der Betreuung der Kinder unter 3 viel stärker in die Öffentlichkeit treten und müssten nicht gegen die Betreuung, aber für einen späteren Beginn der institutionellen Betreuung eintreten und da Aufmerksamkeit schaffen. Denn eins ist auch klar, woher kommt dieses Bedürfnis in der Hauptsache? Wer hat das veranlasst? Angela Merkel, Bayer Leverkusen, in der Ebene findet statt die Veränderung auch der Bildungslandschaft in ganz starker Weise. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von einem, den alten vergesse den Namen, Koblenz, ein Professor für Sozialfragen, der war mal Staatssekretär. Ein unglaublich interessanter Mann. Der sagte Folgendes. Wenn demnächst, wie das in Tschechien ja schon der Fall ist, Aldi und Lidl an 7 Tagen in der Woche 24 Stunden geöffnet haben, dann wird das Thema ganz schnell auf den Markt kommen, müssen wir nicht auch Kinderbetreuung
über Nacht haben. Was wir vereinzelt schon haben, aber das wird flächendeckend kommen, weil die Arbeitswelt das benötigt. Und dann sagt dieser Professor, dann wird es Psychologen geben, die werden auftreten und sagen, wie gut das für die Kinder ist, dass sie auch diese Erfahrung haben. Also, und dann wird auch jeder Bildungspolitiker das vertreten und dann etwas, wo wir heute noch sagen, wenn es geht, bitte nicht zu viele Stunden in der Einrichtung. Also wir müssen unterscheiden, wer macht was, wofür ist das gekommen, wem steht das entgegen, wo ist der Bedarf, dass eine, ich sag mal, alleinerziehende Mutter angewiesen ist auf eine Fremdbetreuung in der Institution oder wo auch immer, oder Tagesmutter, das liegt auf der Hand. Dass eben auch eine Familie, wo ganz geringe Verdienste nur sind in der heutigen Zeit, eben beide Partner arbeiten müssen, ist auch keine Frage. Dass eine Frau, meistens sind es ja die Frauen, selten ist das Problem umgekehrt, eben auch an ihre eigene Ausbildung und so weiter denkt und da auch Freiräume braucht, ist auch völlig berechtigt. Also es gibt genügend Gründe, dass eine Krippenerziehung wirklich stattfindet. Insofern stimme ich dem genauso zu wie wahrscheinlich ganz viele andere. Aber es entbindet uns nicht zu gucken, ist das die tendenziell langfristig richtige Form, wie wir Kinder ins Leben entlassen. Gerhard Hüther, ist Ihnen wahrscheinlich allen ein Begriff, hat in einer Talkshow im Fernsehen vor ungefähr einem Jahr diese Talkshow von diesem Philosophen Brecht, sagt Ihnen der Name was? Und die erste Talkshow, die der gehandhabt hat, da war Hüther Gast. Und da hat der Hüther live im Fernsehen Folgendes gesagt. Ich habe mir das angeguckt, deswegen darf ich drüber reden. Und der Hüther ist ja nur ein Mann mit Weltruf. Der darf sich nicht erlauben, irgendwelchen Blödsinn zu erzählen. Er sagt damals, ja, vielleicht ist es ein halbes, ein Dreivierteljahr her, ich weiß es nicht mehr. In 6 Jahren bricht unser ganzes Bildungssystem total zusammen. Und dann fragt der Brecht, der Hüther, warum sagen Sie 6 Jahre? Warum sagen Sie nicht 10 oder 20 Jahre? Das wäre die gängige Formulierung. Und dann sagt der Hüther, das kann man ausrechnen. Wir schaffen durch all die Entwicklungen im Kleinkind- und auch im Grundschulbereich Situationen, dass wir immer mehr Therapie für unsere Kinder brauchen. Und das können wir nicht mehr finanzieren. Da bricht das System zusammen in dieser Zeit. Und dann nannte er eine Zahl, ich weiß nicht, aber ich habe da nie drüber nachgedacht vor dem Maße. Aber die hat mich erschüttert. Der sagte, 50% unserer Kinder zwischen 0 und 10 sind in der Bundesrepublik in Therapie. Also jedes zweite Kind benötigt Therapie und er sagt, aufgrund von auch Missachtung eigentlich im Erziehungs- und Bildungsgeschehen. Und ich finde, das muss im Vordergrund stehen. Es geht nicht darum zu sagen, es darf keine Krippen geben. Selbstverständlich brauchen wir die. Aber man muss gucken, auf was wollen wir eigentlich hin und wofür wollen wir uns auch engagieren. Das wäre meines Erachtens eine Aussage aus Sicht der Waldorfpädagogik, die zu wenig ergriffen wird. Das ist meine Kritik an der Stelle. Also insofern, die Waldorfbewegung ist offen für die 0- bis 3-jährigen Arbeit, macht insofern auch viel, dass sie wirklich sehr kompakte Fortbildungsseminare für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, anbieten. Dass es sogar von der Vereinigung der Waldorf-Kindergärten Normen gibt, dass also es darf da nur jemand unter dem Namen Waldorf arbeiten, der auch so einen Kurs besucht hat und so weiter. Aber das reicht meines Erachtens nicht. Ich habe die Zahl nicht ganz verstanden. Wie viel Prozent sind seiner Meinung nach Therapie bedürftig? 50. 50 Prozent? Ja, die Hälfte. Nach welchen Kriterien sagt er denn das? Weil also ich kenne das natürlich, man kennt ja 9- bis 10-Jährige in der Familie im Umkreis und mir würde jetzt keiner einfallen, der therapiebedürftig ist.
Also 50% finde ich eine hohe Zahl, deswegen wundere ich mich. Ja, das geht mir genauso. Ja, in der Diskussion oder in diesem Interview war das jetzt nicht differenzierter dargestellt. Das war in dem Kontext dieser provokanten Aussage, in 6 Jahren bricht unser System zusammen. Das hat er unmissverständlich so formuliert. Das kenne ich auch nicht aus seinen Büchern oder so etwas. Weiß ich nicht, aber das war... Und den Hüter schätze ich eigentlich als einen seriösen Menschen ein. Weiß ich nicht genau jetzt. Ja, okay. Auch nochmal eine Frage dazu, sprach aber nur von psychischer Therapie oder auch physischer Therapie? Auch physischer Therapie. Ja, weil dann also allgemein gemeint. Ja. Das war jetzt nicht. Stand der Information, dass es meistens Privatschulen sind oder wenn dann nur sehr gering gefördert und also jetzt bezogen auf Schulen und dass nur Kinder aus mit einem sicheren sozialen Hintergrund, also meistens auch Bildungsbürgertum, also Leute, die viel Geld haben, sich das überhaupt leisten können, so eine Ausbildung für ihre Kinder. Ja, also ihren Kindern so eine Ausbildung zu ermöglichen. Und ist das beim Kindergarten auch so? Und ist das nicht eigentlich, oder wissen Sie, warum das so ist, dass es halt so, ja, sozusagen nur so geringe Bevölkerungsschichten erreichen kann? Also es ist nicht so, wie Sie sagen. Okay. Man muss auch von Region zu Region und eigentlich von Schule zu Schule schauen. Ganz kurz, Waldorfschulen sind... anerkannte Ersatzschulen, so wie zum Beispiel die kirchlichen Schulen auch oder auch andere Freiträger, die so etwas anbieten. Da gibt es entsprechende Gesetze, die sind von Bundesland zu Bundesland im Detail unterschiedlich und Finanzierungsverabredungen auch vom Staat. Auch das ist unterschiedlich, aber es ist so, dass eben der Großteil der Kosten natürlich auch staatlich refinanziert wird. In Deutschland. Insofern ist der Anteil, den der Träger aufbringen muss, relativ gering. Die meisten Waldorfschulen, das gilt nicht für alle, aber die meisten, haben eine Regelung, dass gemäß dem Einkommen der Beitrag für die Schule aussieht. Also eins gilt grundsätzlich, es wird kein Kind abgewiesen wegen seines sozialen Status, also oder wirtschaftlichen Status. Das ist das eine, dass das manchmal zu Schwierigkeiten auch führt, liegt auf der Hand, denn es muss genügend Geld da sein, die Schule kann nicht pleite gehen. Im Kindergartenbereich gilt im Prinzip dasselbe. Jedes Bundesland hat seine Gesetze und da ist der Unterschied. Im Schulbereich sind die Waldorfschulen, der Begriff ist dämlich, Ersatzschulen. Das Normale ist der Staat. Also die staatliche Schule ist die normale Regelschule und die anderen sind die Ersatzschulen. Im Kindergartenbereich ist das anders. Da gilt in unserer Republik das Subsidiaritätsprinzip. Das besagt, der Staat, vertreten durch die Kommune, schafft erst dann Kindergartenplätze, wenn nicht genügend andere Träger da sind. Also wenn in einer Gemeinde die Kirche ganz viele Kindergärten gründet, dann auch noch, was weiß ich, 3 Elterninitiativen, ein Waldorf-Kindergarten, dann gibt es keinen kommunalen Kindergarten. Denn der entsteht nach der Gesetzgebung erst dann, wenn zu wenig Plätze da sind. Insofern ist das da nochmal anders als im Schulbereich. Der Begriff privat ist auch unglücklich. Der wird immer wieder benutzt als Gegensatz zu öffentlich. Jede Waldorf-Einrichtung ist öffentlich. Jeder kann kommen, jeder kann sein Kind hinschicken, solange der Platz da ist. Sie haben recht, in der gängigen Formulierung wird sowas immer fälschlicherweise als Privatschule abgetan. Aber sie ist nicht privat, sie ist öffentlich.
Sie ist in freier Trägerschaft, das wäre der korrekte Begriff an der Stelle. Es gibt Schulen, da kann man sagen, da ist das soziale Umfeld auch geldmäßig ziemlich gut vertreten in der Eltern- oder Schulbelegschaft. Es gibt Schulen, da gilt ihr Vorwurf, nein, Vorwurf war es ja nicht, aber ihr Hinweis, ja, ihre kritische Fragestellung, da gilt das zumindest tendenziell. Ja. Zu beantworten. Als ich Student war, habe ich in einer Waldorfschule bei einer alten, sehr renommierten Lehrerin, die ich kennenlernen wollte, hospitiert. Die Klasse. Da waren 58 Kinder in dieser Klasse. Ich habe nie in meinem Leben einen so grandiosen Unterricht erlebt wie bei dieser Meisterin, würde ich mal sagen. Jetzt, der Grundsatz der Waldorfpädagogik war immer der, ich darf es ins Bild bringen, das ist mein Bild, ich glaube, es ist sogar von Steiner dieses Bild. Ein großes Orchester klingt besser als ein kleines. Und ich will das jetzt nicht weiter ausführen. In der Regel waren die Klassen voller als in den vergleichbaren staatlichen Schulen. Heute ist es so, dass das sehr unterschiedlich ist. A, hängt das ab von dem Vermögen der Lehrer, wenn eine neue Lehrerin oder ein Lehrer eine erste Klasse übernimmt, dann werden alle darauf achten, dass sie nicht zu voll ist. Wir haben heute Schulen, da sind nicht genügend Anmeldungen. Das ist der einfache Grund, dass die Klasse sehr klein ist. Das gibt es auch. Also es sind sehr verschiedene Motive. Die Klassen füllen sich in vielen Schulen erst im Laufe der ersten Schuljahre auf. Da kommen im vierten oder fünften Schuljahr nochmal Kinder dazu. Ein großer Andrang ist immer zum fünften Schuljahr, also wenn die klassische Grundschulzeit vorbei ist und es geht auf weiterführende Schulen, dann, ja, das Kind kommt nicht zum Gymnasium, aber wenigstens zur Waldorfschule, ist dann so die Denke oft bei Eltern auch. Also, das kann man nicht so eindimensional nur beantworten, die Frage. Ich glaube nicht, dass im Durchschnitt heute die Klassen groß abweichen in ihrer Frequenz von dem der öffentlichen, der sogenannten öffentlichen Schulen. Jetzt auch nochmal die Frage zu den Schulen. Kann man einen regulären Schulabschluss an der Waldorf-Ersatzschule machen oder geht das nicht? Oder nur... Also die Waldorfschulen bieten die Abschlüsse, die das deutsche Bildungswesen bereitstellt. Okay. Alle. Das ist auch interessant, das ist anders als zum Beispiel in den Nachbarländern. Wir haben in Holland sehr viele Waldorfschulen, inzwischen in Tschechien einige. Die führen alle nur bis zum Ende der sogenannten Grundschulzeit in diesen Ländern. Das ist das siebte oder neunte Klasse, ist jetzt egal. Und dann gehen in der Regel die Schüler auf staatliche Schulen. Das hängt damit zusammen, dass dort nicht anerkannt ist, was hier in Deutschland anerkannt ist, dass die Waldorfschule eine Gesamtschule eigener Art ist. So hat Steiner sie auch konzipiert. Manche Schulen haben sogar den Titel, also in der Linie der kleinen Buchstaben drunter, Gesamtschule eigener Art. Es ist auch die konsequenteste Gesamtschule. Wenn es die gleichen Abschlüsse sind, warum sollte ich meine Kinder dann zu einem Waldorf-Kindergarten schicken? Was hat das für Vorteile? Das ist irgendwie später im Berufsleben oder wie auch immer.
Also, jetzt antworte ich mal als Vater, ich habe 4 Kinder. Ja. Wir haben alle, nein, 3, haben Waldorf-Kindergarten, Waldorf-Schule durchlaufen, 4. Ich habe nochmal Nachzüglerkind, die ist jetzt noch in der Waldorf-Schule, am Anfang sogar erst in der 2. Klasse. Also ich schicke meine Kinder dorthin oder habe sie dorthin geschickt, weil ich für meine Kinder das Beste will. Dass sie das bekommen, was sie brauchen und nicht, was sich irgendjemand ausdenkt, was man Kindern sagen muss, damit sie angepasst sind. Das ist meine Überzeugung. Ich bin mit vielem im Detail, auch wie jeder Mutter, Vater oder jede Mutter, sicherlich auch kritisch. Ich habe auch schwache Seiten erlebt, pädagogisch als Vater. Aber das passiert jedem, der in jeder Schule, in jedem Kindergarten. Es hängt immer von den einzelnen Menschen letztlich ab. Auf die kommt es an. Aber wenn ich von der Denke ausgehe, dann ist mir das, was Waldorfpädagogik bietet, das Sympathischste, weil es den Menschen ernst nimmt. In seiner Vielfalt, in seiner Entwicklungsdynamik und nicht in seiner Anpassungsnotwendigkeit. Das ist meine Überzeugung. Das ist der einzige Grund. Was den Kindern gut tut. Und wenn es den Kindern gut tut, dann ist das auch eine gute Vorbereitung fürs Leben. Es gibt, wenn ich das noch sagen darf, kurz einen Begriff von Bollnow, einem Erziehungswissenschaftler Mitte des letzten Jahrhunderts, ich glaube in Tübingen war er Professor, ne? Oder Heidelberg, der hat einen Begriff geprägt, ich finde den genial. Der passt genau zur Waldorfpädagogik, aber der stammt nicht aus der Waldorfpädagogik, sondern von Bollnow. Der sagt, Erziehung oder Bildung muss sein Gegenwartserfüllung. Also der Mensch muss das kriegen, was er jetzt braucht. Alles andere ist uninteressant in der Bildung. Was ich jetzt brauche, muss passieren. Und dann, so Bollnow, das ist die beste Vorbereitung, und das begründet er auch, für die Zukunft. Wenn ich jetzt das kriege, was ich jetzt brauche, wenn ein kleines Kind, das, ein Säugling, das bekommt, was der Säugling braucht, ist das die beste Vorbereitung für sein Leben. Aber nicht dem Säugling schon irgendwie, was soll ich machen? Ich habe es karikiert, das Mathematik beibringen, damit er nachher besser bei BASF einschreibt. Also ich weiß nicht, ob es zu dieser Situation bei Ihnen gekommen ist, aber was hätten Sie Ihren Kindern gesagt, wenn Sie lieber woanders hingegangen wären, also zu einer anderen Schule gegangen wären, wo beispielsweise Ihre Freunde hingegangen sind? Jetzt sage ich Ihnen auch autobiografisch etwas. Ja. Meine Tochter, heute 34, ist in der 8. Klasse und sagt, ich will nicht mehr bei Waldorf sein, ich will nicht. Meine Frau, leider verstorben, die war zu der Zeit Lehrerin in der Waldorfschule. Ich habe die Schule mitgegründet, war da im Vorstand, bin Vertreter der Waldorfpädagogik. Ich habe zuerst gedacht, die spinnt. Und dann haben meine Frau und ich uns unterhalten und darüber verständigt und haben gesagt, es steht uns nicht zu, das alleine zu entscheiden. Dann haben wir verabredet, in der 8. Klasse gibt es in der Waldorfschule immer ein Schauspiel. Das ist ein groß angelegtes Projekt. Das wollte sie auch noch zu Ende machen. Das machst du zu Ende, das endet kurz vor den Ferien. Also wir reden über die Zeit ab dem 9. Schuljahr. Einverstanden. Jetzt passiert Folgendes, es war, ich weiß nicht warum, eine Woche Ferien, die nicht für die umliegenden staatlichen Schulen galten. Dann hat meine Tochter völlig selbstständig mit einem Gymnasium, mit einer Gesamtschule, also mit 5 Schulen, Dates gemacht und ist zum Hospitieren gegangen. Völlig selbstständig, ich habe das gar nicht mitbekommen. Dann, nach dieser Hospitation, kommt sie und sagt, ich wollte dir auch eben sagen, Papa, wir haben ja über die Schule gesprochen, zu der Schule will ich nicht. Da hat ja kein Lehrer, was ich beobachtet habe, Interesse an den Schülern. Also nicht in dem Unterricht oder Unterrichten, wo ich war, auch nicht so auf dem Schulhof, die hat ja kein Interesse. In der 2. Schule. Da ist das Chaos im Unterricht, die Lautstärke und so weiter. Der ist noch 10-mal schlimmer als bei uns. Und dann nannte sie ein Gymnasium. Da sagte sie, das war eine tolle Begegnung, auch mit dem Lehrer. Der hatte Interesse an mir, der hatte Respekt vor den Schülern, die hatten Respekt vor ihm. Die hat das sehr genau begründet. Sie sagt nur, da ist Mathematik so wichtig in der Schule.
Ich überlege mir das noch und dann hat sie entschieden, nein, ich bleibe jetzt. So ist der Prozess gelaufen. Also, jetzt fragen Sie mich nicht, was hättest du gemacht, wenn sie wirklich gegangen wäre. Dann hätte ich zumindest abends geweint. Ich hoffe, ich hätte sie gehen lassen. Also, jedenfalls war das meine ernste Absicht. Ja, aber das ist doch das Interessante und ich finde, das ist der beste Beleg. In der Regel, es gibt immer Ausnahmen, wollen die Schüler nicht weg. Ich war lange Jahre, da war diese Erzieherausbildung zuerst etabliert, in der größten Waldorfschule der Welt tätig. Das ist die Hibernia-Schule in Herne. Die Schule ist auch weltbekannt, deswegen, sie ist die einzige Schule in Deutschland, die allgemeine und berufliche Bildung integriert. Dadurch läuft jeder Schüler eine Berufsausbildung. Nicht damit er in dem Beruf nachher lebt, Damenschneider, Tischler, Kinderpfleger, Elektrofachmann und Schlosser. Das sind die fünf Berufe. Jeder Schüler durchläuft eines dieser Felder und hat am Ende einen richtigen, ordentlichen Berufsabschluss. Und diese Schule war Modellschule für Bund und Land. Da kamen regelmäßig Gruppen aus Amerika, aus Japan, überall Professoren, Politiker, um die Schule zu besuchen. Und ich war dann auch einer derjenigen, die dann solche Führungen mitgemacht hat, also geleitet hat. Wir haben dann auch immer im Schülerspeisesaal gegessen, ein schön hergerichteter Saal. Fast alle sagten, wir können gar nicht verstehen, dass das hier so schön ist und nicht gerade gestern erst gemalt ist. Da ist überhaupt keine Verunzierung der Schule. Nee, käme kein Schüler auf die Idee, seine Schule irgendwie anzumachen in irgendeiner Form. Die Schüler identifizieren sich mit ihrer Schule. Also meine großen Kinder, die die Schule durchlaufen haben, heute alle schon ihr Studium hinter sich haben, die haben sehr kritisch auch über ihre Schule gesprochen. Aber selbstverständlich, wenn sie sind noch nicht ganz in der Situation, würden sie ihre Kinder selbstverständlich wieder dorthin schicken. Das war ihre Schule. Obwohl, dann sagt mein Sohn, der hat Medizin studiert, Mensch, was habe ich ackern müssen? Der Biolehrer war eine Pfeife. Ich habe nichts gelernt. Hat er auch nicht, würde ich auch sagen, er hat recht. Der Biolehrer war eine Pfeife. Und trotzdem, das ist meine Schule. Also ich identifiziere mich mit einer sozialen Gemeinschaft an der Stelle. Das ist die Regel. Das kann man auch sagen, dass das funktioniert. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Schüler, der aus Gründen, die vielleicht sogar ganz verständlich sind, vielleicht, wie Sie sagen, Freunde oder so, dann woanders hin will. Oder, ja, ich denke gerade an einen Schüler, der musikalisch genial begabt war, der auf ein musisches Internat gewechselt ist, wo er eben wirklich, was er in dem Maße nicht bekommen hätte in der Waldorfschule. Das gibt es, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, die Schüler bleiben da und sind auch eigentlich gerne. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für uns nochmal. Wir haben ja in unserem Wochenendseminar sehr stark uns mit der Regio-Pädagogik beschäftigt und nächste Woche beschäftigen wir uns mit Maria Montessori. Vielleicht können wir uns mal auch gedanklich darauf einlassen, vielleicht in der nächsten Sitzung oder übernächsten Sitzung, was es bedeutet, wenn jetzt drei, die sich identifizieren, drei Kinder, die aus der Regio, aus der Montessori oder aus der Waldorfpädagogik in einem Kreis sitzen und jetzt dafür kämpfen müssen, warum sie an der richtigen Stelle sind. Vielleicht können wir uns auf den Gedanken mal einlassen, weil das ist bestimmt höchst spannend. Vielleicht können wir es ja sogar arrangieren, dass wir sowas mal hier machen. Ja. Das wäre doch viel schöner. Hier in der Nähe an der Waldorfstelle. Und auch authentische Leute, die identisch sind. Ja, sag mal, danke. Schön einfach.